Boah, ich hätte viel mehr, am liebsten Bronzepunkte, Silberpunkte. Die Raupenneck sagt, nur ein toter Elf ist ein guter Elf. Die Anderlinge sind alle gleich. Ich will zu Shanis Haus. Ich hoffe, dass ich jetzt irgendwie reinkomme. Weg. Oh, cool. Danke. Shani? Jawoll, ja. Endlich. Endlich habt ihr mich gefunden. Sieht ganz so aus. Wie seid ihr an der alten Vettel vorbeigekommen? An der netten alten Dame unten. Die macht mir das Leben zur Hölle. Alte Leute sind ebenso. Ja, wenigstens ist die Miete günstig. Ärzte verdienen so wenig in Temerien. Viele wandern aus. Ihr seid geblieben. Jemand musste es tun. Wie auch immer. Ja? Ich habe ein Problem. Ja? Wie ich hörte, habt ihr Kohlen gesehen, kurz bevor er starb. Das stimmt. Woher wisst ihr das? Ich fand sein Schwert. Er starb bei der Schlacht von Brenner, auf meinem Operationstisch. Ihr seid Medizinerin in Brenner gewesen? Da habe ich an der Seite eines Chirurgen namens Rotschopf gearbeitet. Der beste Arzt, den ich je gekannt habe. Gekannt habe? Er starb, als die Katriona-Pest ausbrach. In Maribor. Obwohl er ein Halbling war, konnte er operieren wie sonst keine. Bei ihm sah alles so einfach aus. Näht rot an rot, gelb an gelb und weiß an weiß mit dem Faden, das kann nicht schaden. Ach, das könnt ihr nicht verstehen. Das tut mir leid, Shani. Ich kannte ihn nicht. Wisst ihr etwas über sein Schwert? Nein, aber fragt den Zwerg Sultan Shivai. Sein Wissen über Waffen ist beispiellos. Ja? Von Taler zu Spieler, von Spieler zu Gärtner, von Gärtner zu Shani, von Shani zu Sultan. Und dann von Sultan zu was weiß ich wohin. Shani. Ich wollte reden. Was ist? Manchmal träume ich von der Schlacht von Brenner, dem Massaker. Tut mir leid. Aber das ist es ja. Mir tut es nicht leid. Ich wache frisch und munter auf, als hätte ich mich an das Elend gewöhnt. Ergibt das einen Sinn? Durchaus. Danke. Manchmal ist es schön, wenn man sich aussprechen kann. Nicht der Rede wert. So. Alter, lass mich in Ruhe. Das ist manchmal auch so ein mieser Fehler. Da kommt man hier runter und dann kommt die Alte. So. Dann auf zu Vivaldi, weil da Zoltan hockt, in Klammern hoffe ich. Da kann er mir noch was über das Schwert sagen, dann hatten wir, glaube ich, wieder eine Mission fertig, dann geht's zu Raimund. Das darf doch nicht wahr sein. Ist Zoltan einen Zaufen gegangen, oder was? Was führt euch hierher? Also wenn Zoltan jetzt nicht da ist, hey. Oh, wo steckt der Kerl? Was für... Dann meditieren wir noch 2 Stunden. Klar. Immer noch nicht. Boah, wo steckt denn der? Ist er mir manch... Wie viel Uhr? 10 Uhr. Und Zoltan ist nicht zu Hause. Der ist ja irgendwie... Keine Ahnung. Menschen sind seltsam. Ich will jetzt nicht abwertend klingen, aber es ist leider so. Der ist ja... Ach, da ist er. Ich wollte gerade sagen. Ja? Wer ist die reichste Person in Visimas Tempelbezirk? Früher hätte ich gesagt, Vivaldi. Aber jetzt ist der Clan Leuwarden euer Mann. Der Kerl scheißt Gold. Wunderschönes Bild. Danke. Ja? Könnt ihr mir etwas über mein Silberschwert erzählen? Was? Ich? Ein einfacher Zwerg?
Shani meinte, dass euer Wissen über Waffen beispiellos ist. Na gut. Versilberte Klinge, ein Kern aus Stahl, eignet sich als Zweihänder. Solide Handwerkskunst, aber nicht perfekt. Von Runen habe ich keinen blassen Schimmer. Danke. Kein Problem. Mhm. Lebt wohl. Ich besitze ein echtes Hexerschwert von höchster Qualität. Kein Spaß. So, jetzt noch Raimund. Damit gespeichert und dann ist auch Aufnahmeschluss. Oh, weil ich weiß nicht, seit wie lange ich aufnehme. Aber seit gefühlt, oh Gott, 3 Stunden. Nix gut. Danke, Geralt. Ihr habt mir das Leben gerettet. Die Dreckskerle haben sich hier eingeschlichen. Irgendwie wussten sie, dass ich hinter ihnen her bin. Wer? Was ist passiert? Die Salamandra. Ich war einen Schritt davon entfernt, das Rätsel zu lösen. Einen winzigen Schritt. Beruhigt euch, Raimund. Ihr seid jetzt in Sicherheit. Wohl kaum. Die folgen mir Tag und Nacht. Ich muss sie irgendwie abschütteln. Was sollen wir tun? Ich lege eine falsche Spur. Ihr verhört die neuen Verdächtigen. Wen? Hier, nehmt diese Notizen. Da stehen die wichtigsten Anhaltspunkte. Was habt ihr jetzt vor? Sie sind mir auf den Fersen, also muss ich verschwinden. Ich werde sie ablenken. Ihr müsst die Nachforschungen von nun an übernehmen. Ich werde euch finden, weißer Wolf. Das ergibt keinen Sinn. Na super. Leuwarten, einer der Verdächtiger. Interessant. Oh, ein paar Ohrens und Salamandra-Abzeichen. Ohrens, Fistech und Dörrobst. Ohrens und Salamandra-Abzeichen. Schauen wir mal. Mysteriöser Turm. Im Glossar findest du mehr über Sephiroth. Okay. Sein Gewicht in Gold wert, zum Sumpf, Kalkstein. Keine Beweise. Leuwarten, ein neuer Verdächtiger. Boxfleisch, mit dem müssen wir irgendwie reden. Wie sie mal vertraulich. Kaufmann Leuwarten befragen. Komm, das machen wir noch und dann ist aber wirklich Sense. Boah. Entschuldigung. Ihr bringt nur Ärger. Mal überlegen, wenn jede Folge 20 Minuten lang ist. Wahnsinn, dann sind es gerade mal 9 Folgen. Die kleinen Leuwarten. Gleich mal erstmal mit dem reden. Hier geblieben. Ja? Ich suche die Sephiroth-Steine, habe aber noch nicht alle gefunden. Ich dachte mir, ihr interessiert euch vielleicht für derlei Kunstgegenstände und Kuriosa. Ich habe mal einen gekauft, weil ich dachte, er hätte magische Eigenschaften. Doch dem war nicht so. Und ich habe einem Magier eine stolze Summe für die Untersuchung bezahlt. Dann seid ihr vielleicht bereit, ihn mir zu verkaufen? Meinen Tipperat verkaufen? Ich hänge sehr an ihm. Ich zahle euch einen guten Preis. 500 Orens? Ich hätte nicht gedacht, dass er so viel wert ist. Aber so sei es. Ich trage den Tipperat als Amulett. Wir können das Geschäft sofort abwickeln. Ich habe das Geld noch nicht, aber ich werde es alsbald bringen. Das hat keine Eile. Dieser Handel liegt mir nicht sehr am Herzen. Oh, gemein. Ja? Ich vermute, ihr wisst etwas über die Salamandra. Ich weiß nichts. Wir werden sehen. Kann ich mich wieder der Arbeit widmen? Wir müssen über eure Geschäfte mit den Salamandra reden.
Ich weiß, dass ihr einer Geheimorganisation angehört. Hexer, es besteht kein Zweifel, dass ihr Gespenster seht. Das habe ich schon mal gehört. Vergesst es. Es hat nichts mit den Salamandra zu tun. Ich denke, das ist glaubwürdig. Ihr habt bezahlt, damit der Professor freigelassen wird. Warum sollte ich mich um einen Verbrecher bemühen? Warum nicht? Würde ich das so ungeschickt anstellen, dass ich selbst ins Visier gerate? Wahrscheinlich nicht. Ich habe keinen eindeutigen Beweis. Also lassen wir es gut sein. Vorerst. Kluge Entscheidung. Vielleicht solltet ihr euch öfter auf eure Instinkte verlassen. So. Dann bleibt nur noch Boxfleisch. Aber... neue Beweise finden, bla bla bla. So, speichern. Dann werde ich erstmal hier alles Mögliche löschen. Bis auf meinen Privatspielstand. So, und das überschreiben. Sehr schön. Würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus hier. Beim nächsten Mal befragen wir Boxfleisch. Wenn wir dazu kommen, gehen wieder in den Sumpf zurück, erledigen dort die restlichen Aufgaben etc. 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 Und mal schauen, was die Quest sonst noch für uns bringt. Und ich merke schon, dass wir nicht mehr lange brauchen. Ja, okay, 702 Erfahrungspunkte und schon haben wir den nächsten, sind wir Level 16. Also nicht mehr ganz so viele Erfahrungspunkte. Also wenn es gut läuft, 7 Bläuziger ausschalten und gut ist. Und ja, mal sehen, was Witcher sonst noch danach zu bieten hat. Beziehungsweise was wir alles ausgelöst haben. Aber das erfahren wir beim nächsten Mal. Würde daher sagen, was ist von meiner Seite aus hier. Ich hoffe, das Let's Play und die Aufnahmesession haben euch soweit bisher gefallen. Falls ja, bitte abonnieren, kommentieren und gut bewerten. Würde uns freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession von The Witcher Enhanced Edition für den PC wieder. Bis dahin wünsche ich aber alles Gute. Euer Michael von den Online Game Masters. Ciao, bis dann.